So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem 1. FSV Mainz 05. Das Ganze vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Vonovia-Ruhr-Stadion. Endstand 2:2. Gruß geht an die Medienvertreterinnen und Medienvertreter, ebenso an die angeschlossenen VIP-Räume. Auf dem Podium beide Cheftrainer, Thomas Letsch für den VfL und Bo Svensson für Mainz 05. Der Gast hat das erste Wort. Herr Svensson, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, danke schön. Erstmal guten Abend von meiner Seite. Wie fasse ich das zusammen? Erste Halbzeit weit, weit weg von irgendwas, was wir uns vorgenommen haben, was wir zeigen wollen. Bochum war aggressiver, die waren taktisch besser. Die haben nur ein Tor gemacht und damit waren wir gut bedient. Schwer zu erklären, aber es ist mehr Sachen natürlich, inhaltlich und so weiter. Aber damit können wir nicht zufrieden sein, überhaupt nicht. Zweite Halbzeit, damit bin ich einverstanden. Ich fand, dann war das Spiel ausgeglichen. Waren nicht so viele Torchancen, wir hatten ein paar, Bochum hatten ein paar. Und damit kann ich leben. Hätten wir so performt über 90, dann wäre es okay. Aber leider war halt auch 45 Minuten dazu, die uns schon alle nachdenklich machen muss. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, es ist auch nicht ganz einfach, weil natürlich die letzte Aktion des Spiels in der Analyse absolut bestimmend ist. Ich denke, dass wir sehr gut ins Spiel gekommen sind, dass wir die ersten 30 Minuten, 35 Minuten das Spiel völlig kontrolliert haben, mit Ball, auch gegen Ball. Wir haben nichts zugelassen, wir haben selber Torchancen kreiert, haben 1:0 geführt und ja, müssen uns vorwerfen, dass wir eben nur 1:0 führen. Mainz hat die Struktur verändert, da mussten wir drauf reagieren, haben sie auch in der zweiten Halbzeit nochmal, dann hat's, sag ich mal, haben wir die Kontrolle mit Ball verloren. Das war nicht gut in der Phase, aber wir haben eigentlich unterm Strich auch nichts zugelassen. Und umso ärgerlicher ist es, dass dann zwei Tore, ein Schuss, der abgefälscht wird, oder dann ein Eigentor und dann in der letzten Aktion. Und das ist Fußball. Das ist auch schwierig zu erklären. Alle sind hinten drin, der Ball wird abgewehrt. Im Rückraum ist ein Spieler und der Ball geht am Tor vorbei. Und Lukas Daschner fälscht ihn unglücklich ab und nur so kann das Tor dann kommen. Und es tut weh, weil wir sehr nah waren an den drei Punkten. Und jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben. Und ja, dementsprechend überwiegt natürlich die absolute Enttäuschung aufgrund dieser letzten Aktion im Spiel. Danke. Besten Dank. Sollten Fragen sein, kurzes Handzeichen bitte. Dann wird ein Mikrofon gereicht. Der Kollege in der mittleren Reihe. Von der Mainzer Allgemeine wahrscheinlich. Genau, Frage an Bo Svensson. Die Umstellung in der ersten Halbzeit, war das bei beiden Spielern taktisch bedingt oder beim einen auch verletzungsbedingt? Taktisch bedingt. Und wie erklärst du dir die erste Halbzeit? War das von den Spielern einzeln eher persönliches Versagen oder war das rein taktisches Problem, weshalb die Spieler dann auch aus meiner Sicht mit weniger Selbstvertrauen auch gespielt haben, von Minute zu Minute? Die Spieler haben von Minute zu Minute weniger Selbstvertrauen gehabt. Die Frage der ersten Halbzeit, ob das rein taktisch das Problem war, dass ihr da nicht ein Spiel gefunden habt, oder sagst, das war einfach persönliches Versagen der einzelnen Spieler, dass sie es nicht geschafft haben, ihre persönliche Leistung auf den Platz zu bekommen? Ja, es ist eine Mischung, finde ich. Also Bochum hat uns einige taktische Probleme halt gestellt. Das fand ich, haben wir besser gelöst mit der Vierkette. Und deswegen war es nötig, halt auch zu wechseln. Und dazu kommt halt, und es waren nicht nur die zwei Spieler. Es waren auch andere Spieler, die nicht das auf den Platz gebracht haben, was man in so einem Spiel halt erwarten kann. Aber die sind halt geopfert und es tut halt weh. Aber es war absolut nötig zu diesem Zeitpunkt, nach meiner Meinung. Sebastian Hub.
Frage an Herrn Letsch. Sie haben eine Überraschung neben Förster mit Boschinski sozusagen bei der Startelf mit ins Spiel gebracht. Was waren die Überlegungen und wie zufrieden sind Sie mit der Leistung von ihm? Ja, die Überlegung dahinter war, dass Moritz von unseren drei zentralen Stürmern, die wir haben, der, sag ich mal, der schnellste, intensivste Spieler ist. Moritz hat in Phasen, in denen er auch nicht im Kader war, nie aufgegeben, hat Gas gegeben und hat sich eigentlich auch mit dem Tor belohnt heute, das er gut gemacht hat, leider ein kleines Stück abseits. Und so gesehen war ich zufrieden mit ihm. Man hat aber auch gesehen, als jetzt ein Philipp Hofmann wieder reinkam, wie gut er uns tut, wenn er dann auf dem Platz ist. Und das ist ja das Gute, sage ich mal. Ich glaube, Moritz Boschinski war für alle überraschend, außer für uns. Und es ist schon wichtig, da mehrere Optionen zu haben. Und ich finde, der Junge hat es ganz gut gemacht für sein erstes Startspiel in der ersten Bundesliga. Von links geht's weiter. Mein Peter Dörr. Ja, Bo, du hast gesagt, wir müssen alle nachdenklich sein oder nachdenken über diese erste Halbzeit. Was denkt man als Trainer, wenn man eigentlich der Meinung ist und uns Donnerstag sagt, die Mannschaft will und sieht dann so eine erste Halbzeit? Ja, man stellt sich halt auch selber in Frage, weil am Ende habe ich die Verantwortung, sowohl taktisch, aber auch von der Mentalität, die Jungs halt richtig aufzustellen und auch richtig vorzubereiten. Und Fakt war, dass wir das vor allem in der ersten, ja, bis die Umstellung nicht gesehen haben. Also es war, ja, wie gesagt, enttäuschend, aber auch in alle Aspekte halt, was das uns nachdenklich halt macht, in diese Prozess nach vorne jetzt zu schauen und die nächsten Spiele im Blick zu nehmen. Philipp Rentsch von Ruhrnachrichten. Luca in der zweiten Reihe. Sie haben über die erste Halbzeit gesprochen und haben gesagt, dass der VfL Bochum da eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat. Warum fehlten aber die zwingenden Torchancen? Was fehlte da aus Ihrer Sicht konkret, vor allem in der ersten Halbzeit auch? Ja, wir sind am 9. Spieltag, wir haben noch kein Spiel gewonnen. Wer jetzt erwartet, dass wir aus einem Guss voller Selbstbewusstsein spielen, den muss ich leider enttäuschen. Es geht darum, sich immer wieder Torchancen zu erspielen, unser eigenes Tor gut zu verteidigen und sich Torchancen zu erspielen. Wir hatten eine Großchance von Bernardo, wir hatten dann die Elfmetersituation und dann vielleicht nicht ganz so viel zwingende Dinge, obwohl wir das Spiel zwar kontrolliert haben, aber trotzdem muss man dann mal durchkommen. Mainz hatte zwar vorne keinen Zugriff, aber hat dann doch viele Spieler auch hinterm Ball gehabt. Und es geht nicht darum, dass wir uns in jedem Spiel speziell in der Phase 7-8 Chancen erarbeiten, aber die wir haben, die müssen wir nutzen. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wenn dann wenn der Treffer von Moritz Boschinski zählt, dann sind wir in der richtigen Richtung. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir dann Situationen, wo auch einmal Bernardo eindringt, wo mir die Entschlossenheit fällt, wo ich einfach sage, ey, wir müssen schießen. Und das hat uns Mainz vorgemacht in den zwei Situationen. Wenn viele Leute da hinten rumspringen, dann wird der Ball vielleicht abgefälscht und man zielt dann noch so ein, ja, etwas glückliches Tor, und das geht uns ab im Moment, und daran müssen wir arbeiten. In der letzten Reihe, Markus Rensinghoff, Hatz Bochum. Was war die Überlegung mit Danilo Suarez, der mal wieder im Mittelfeld auftauchte, und wie zufrieden waren Sie mit ihm an dieser Position? Ja, wir haben erwartet, dass Mainz uns eben zu dritt vorne attackiert und wollten deshalb diese Verschiebung in der Viererkette. Danilo als spielstarker Spieler, der dann die Sechserposition noch übernimmt und so im Mittelfeld Überzahl haben. Und ich denke, das hat auch sehr gut geklappt. Also, wie es Bo gerade sagte, ich glaube, wir haben sie da schon vor Aufgaben gestellt bei eigenem Ballbesitz. Und wenn die gegnerische Mannschaft oder der gegnerische Trainer dann darauf reagiert, dann denke ich, dann haben wir uns was ganz Gutes überlegt. Direkt vor dir, Max Backhaus von der Bild. Ja, Herr Letsch, ich würde einmal noch gerne an die Frage von Philipp anschließen. Sie haben gesagt, dass Sie heute in größten Teilen das Spiel dominiert haben. Woran würden Sie das denn festmachen? Ich habe mal geschaut, Ballbesitz 50-50, und wenn es um die Fehlpassquote aus dem Spiel geht, war das heute die zweithöchste der gesamten Saison. Also auch die Bälle waren recht schnell dann im eigenen Ballbesitz weg. Ich habe zum Herrn Rentsch gesagt und wiederhole es auch gerne, dass wir die ersten 35 Minuten des Spiels aus meiner Sicht mit Ball und gegen Ball ganz gut kontrolliert haben, dass wir
alles unter Kontrolle hatten. Wir haben nichts zugelassen und umgekehrt uns Chancen erarbeitet. Danach, nach der Systemumstellung von Mainz, haben wir mit Ball Probleme gehabt. Da haben wir keine Lösung gefunden, haben keine gute Balance gehabt. Kontrolliert haben wir es weiterhin gegen den Ball. Wir haben nichts zugelassen, das habe ich gemeint. Aber dass es fußballerisch dann in der zweiten Halbzeit nicht so war, wie wir es uns vorstellen. Aber es spielt eben auch noch ein Gegner mit, der sich auch ein paar Gedanken macht. Und das haben wir dann nicht mehr so geschafft. Aber ich muss mich da wiederholen. Wir sind in einer schwierigen Situation aktuell. Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Und dann kommt der Gegner auf, dann machst du das 2-1. Dann geht es auch nicht darum, dass wir eine feine Klinge spielen oder Tiki-Taka oder sowas, sondern geht es, das Ding über die Zeit zu bringen. Und dann sind andere Mittel auch mal recht. Und von dem her, das habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen. Kontrolle mit Ball, 35 Minuten, danach lediglich noch eine Kontrolle gegen Ball. Kollege von der Mainzer Allgemeinen nochmal. Ja, Bo, Marco Richter war nicht im Kader, Edmilson Fernandes, ich glaube, korrigiere mich, das erste Mal in der Saison nicht in der Startelf. Kannst du uns sagen, was so deine Beweggründe bei den beiden Spielern waren für die Entscheidung? Ja, Eddie war halt wegen taktischer Gründe, wir haben Bochum erwartet mit vielen langen Bälle, auch mit einem anderen Stürmer da vorne, als mit denen die gespielt haben, obwohl er auch ein guter Kopfballspieler war und erwartet viele Flanken und so weiter und wir wollten einfach, das war der Gedanke, drei gelernte Innenverteidiger auf dem Platz haben dagegen. Also es war reine taktische Gründe. Und Marco war nicht im Kader, weil 18 anderen das waren. Und ich fand, dass wir damit Gibt es noch eine Anschlussfrage? Oder? Aber vom Kollegen dann. Vom Kollegen. Bo, du hast die letzten Tage und Wochen gesagt, du hast eine spielerische Weiterentwicklung gesehen, vor allem in den Spielen gegen Bayer Leverkusen und gegen Bayern München. War das für dich heute ein Rückschritt dahingehend? Ja, aber du kannst, also das habe ich auch gerade draußen gesagt, du kannst nicht die Spiele nur 1-1 vergleichen. Und du halt sagst, letzte Woche gegen Bayern München, es war halt super, super oder irgendwas war halt da gut, du kannst die Spiele nicht vergleichen. Das sind halt Ausnahmespiele. Ich fand immer noch, dass ich da eine, ich weiß nicht, Weiterentwicklung, ich habe eine gute Leistung von meiner Mannschaft gesehen. Und was anders heute erwartet hat, das war auch völlig klar. Und damit sind wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut umgegangen, obwohl wir nicht alles gewusst haben, was uns erwartet, weil der Thomas sich ein paar Gedanken gemacht haben taktisch, aber auch die Sachen, was Zweikampfintensität halt angeht, zweite Bälle gieriger zu sein als der Gegner. Da waren wir heute, wie gesagt, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht gut. Vielleicht noch eine zweite Frage. Ihr wolltet zwar heute gewinnen, aber deine Spieler haben unten gesagt, dass auch dieses Last-Minute-Tor, dieser Ausgleich in der letzten Sekunde trotzdem noch einen moralischen Wert haben kann im Abstiegskampf. Würdest du das unterstreichen? Ja, das glaube ich, habe ich auch so die Jungs gesagt, dass der Punkt halt wichtiger ist für die Moral als die Tabelle. So sehe ich das auch. Und ich freue mich auch, vor allem für die Jungs, dass wir am Ende es doch geschafft haben. Aber wir können halt nicht weggucken von der Situation oder wie wir in der ersten Halbzeit agiert haben. Das ist in dieser Situation, wo wir jetzt sind, so eine erste Halbzeit zu liefern, jetzt nutze ich das Wort wieder, nachdenklich, das ist schon, damit müssen wir kritisch umgehen. In der letzten Reihe nochmal, Markus Rensinghoff. Gibt es schon eine genauere Diagnose bei Ivan Ordiz? Nee, noch nicht. Das war natürlich insofern ärgerlich. Ivan hat angedeutet, dass er Probleme hat. Wir haben die Einwechslung vorbereitet und dann ist er in einen Zweikampf, wie wenn es der letzte in seinem Leben wäre. Und da ist es dann voll endgültig passiert. Sah jetzt nicht so prickelnd aus, aber Diagnose haben wir natürlich noch nicht. Dann nochmal Sebastian Hub außen. Ich habe die Frage schon mit Ivan Ordiz. Okay. Kollege Dörr übernimmt. Ja, Bo, ich habe noch zwei Fragen. A, eine Nachfrage zu Marco Richter. Heißt es, dass er dir unter der Woche nicht genug Leistung gebracht hat? Hat die Einstellung nicht gestimmt? Möchte ich gar nicht weiter im Detail. Ich habe für mich halt entschieden für diese Kader, was am besten zu diesem Spiel gepasst hat. Okay.
Und das Zweite, du hast gesagt, man stellt sich nach so einem Spiel selbst in Frage. Zweifelst du daran, dass du die Situation lösen kannst? Nein, nein, aber es ist klar, du weißt alles, was auf dem Spiel steht. Wir haben viel darüber gesprochen, viel vorgenommen und dann ist es halt vor allem in der ersten halben Stunde gar nicht zu erkennen. Und da musst du schon die Dinge hinterfragen. Das ist der natürlichste auf der Welt in der Branche, wo wir uns halt bewegen. Okay. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Bedanke ich mich fürs Interesse und ja, nichtsdestotrotz schönes Wochenende, den Gästen aus Mainz eine gute und möglichst stressfreie Heimreise.